Emanzipation. Krieg. Homosexualität. Hoffnung. Hoffnungslosigkeit. Missbrauch. Zerstörung. Liebe. Zwang. Sorge. Tod. Schmerz. Verbrechen. Überleben. Kampf. Selbstzweifel. Identität. Verlust. Lüge. Angst. Heimat. Musst du nicht. Ich bin hier. Alles wird gut. Ich hab Angst. Alles ist gut. Uns passiert nichts. Es wird alles wieder gut. Schau mal. Kannst du dich noch an den Nachmittag erinnern, als dieses Foto gemacht worden ist? Du hattest dein Tuch verloren und du konntest nicht aufhören zu weinen, bis Papa und ich es wiedergefunden hatten. Und als wir es dann wiedergefunden hatten, da sind wir in den Park gegangen und wir haben gepicknickt. Das war so ein schönes Picknick. Weißt du, wenn der Krieg zu Ende ist, dann können wir wieder in den Park gehen und picknicken. Wohin gehst du? Was machst du da? Hör auf! Wieso packst du? Du wirst nicht gehen, oder? Mama hat gesagt, wir sollen warten. Du kannst nicht gehen. Amina, nimm dein Tuch! Nein, hör auf, ich will nicht! Wir müssen weg hier! Mama hat gesagt, wir sollen warten! Wie lange brauchst du denn noch? Ich hab dich was gefragt! Ich bin noch nicht fertig. Ich schaff das heute nicht mehr. Wir können es auch anders regeln. Du weißt schon. Nein! Was bildest du dir eigentlich ein? Das wird Konsequenzen haben. Oh.
Kleid ist echt wunderschön. Die Hochzeit wird einfach super. Ach komm, das wird schon alles werden. Und denk doch nur an das Riesenbuffet. Du darfst alles probieren. Heute ist dein Tag. Und all deine Verwandten sind gekommen. Sie sind alle gekommen. Nur für dich. Die sind bestimmt viel aufgeregter als du. Also, das wird schon alles werden. Glaub mir. Sie werden dich alle bewundern für dein schönes Kleid. Ach komm schon, das macht mich fertig, dich so traurig zu sehen. Weißt du, was das Allerbeste ist? Deine Eltern haben dir einen echt tollen Mann ausgesucht. Er sieht gut aus, ist gut erzogen, hat viel Geld, um dir alles zu kaufen, was du willst. Das Wichtigste ist, er hat ein echt großes Herz. Also glaub mir, da gibt es Leute, die hat es viel schlimmer erwischt. Der Mann ist perfekt für dich. Gott, was ist denn? Das wird schon alles werden. Aber ich weiß doch nicht mal, was ich sonst überhaupt will. Weißt du, mit den Gedanken hatte ich damals auch zu kämpfen. Aber nach einer Weile gewöhnst du dich daran. Und du wirst merken, dass es gar keine schlechte Entscheidung war. Außerdem schlägst du dich echt tapfer. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wir sehen uns dann bei der Trauung, Aline.
Amela, komm. Wann sind wir endlich da? Ich kann nicht mehr. Hörst du mir überhaupt zu? Ja, tu ich. Komm, wir müssen weiter. Was machst du da? Du kannst ja nicht sitzen bleiben. Komm, wir müssen weiter. Ich will aber nicht weiter. Was? Ich kann nicht mehr. Wir laufen schon die ganze Nacht, meine Füße tun weh. Mama hat gesagt, wir sollen warten. Was machst du? Du gehst einfach. Sie wird vor Sorge sterben. Wohin gehen wir eigentlich? Ohne Geld, ohne Plan. Nichts haben wir. Du bringst uns um. Hey, Amela, jetzt freu dich doch mal. Alles wird gut. Es passiert dir nichts. Du musst mir nur ein bisschen vertrauen und immer weitergehen, sonst kommen wir nirgendwo an, ja? Okay, aber ich kann wirklich nicht mehr lange. Und was ist jetzt eigentlich mit Mama und Papa? Mach dir wegen denen keine Sorgen. Denen geht's bestimmt gut. Und wenn Papa aus dem Krankenhaus ist, dann kommen sie bestimmt nach. Geht's wieder bei dir? Ja. Aber wie geht's denn weiter? Hallo ihr beiden. Kann man nicht irgendwie helfen? Nein, danke. Wir brauchen keine Hilfe. Entschuldigung. Dürfte ich vielleicht einen Schluck von Ihrem Wasser haben? Mila! Danke. Danke. Was macht ihr beiden hier so alleine? In unserer Stadt gab es einen Luftangriff und unser Vater wurde getroffen und jetzt wissen wir nicht weiter. Ich könnte dich Richtung Norden mitnehmen. Ich bräuchte natürlich dafür auch eine kleine Gegenleistung. Nein. Wir haben kein Geld und außerdem, wir wissen noch nicht wohin. Im Norden seid ihr in Sicherheit. Dort bekommt ihr viel zu essen und dürft sogar in die Schule gehen. Ach, ich weiß nicht. Das hört sich toll an. Jetzt bin ich... Hör mal, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich glaube nicht, dass wir dem Typen vertrauen können. Bitte. Nur ein kleines Stück. Ich kann nicht mehr. Okay, na gut. Wie gesagt, wir haben kein Geld. Ich nehme auch etwas anderes. Der Schmuck von deiner Schwester. Hey! Das ist der Schmuck von meiner Großmutter, ja? Naja, wenn ihr nicht nach Norden Doch. Wollt... Doch. Bist du sicher? Ja. Den Ring aber auch. Das sollte in Ordnung gehen. Mein Auto steht dort hinten. Morgen früh geht's los. Aber jetzt rüttel ich erstmal aus. Ich hoffe, du hast mir nicht zu viel versprochen wie beim letzten Mal. Was soll ich mit einer Hässlichen? Nein, diesmal wirklich nicht. Und sie ist jung. Und du weißt, dass sie für Junge mehr zahlen. Auf was wartest du? Dann zeig sie mir mal. Da hinten ist sie.
Was ist? Zwei Riesen. 2000! Nur so wenig! Jetzt soll ich mal mehr bekommen. Wegen der vom letzten Mal bin ich auch in die roten Zahlen gekommen. Du hast Glück, dass ich überhaupt nochmal gekommen bin. Hör mal, ich war auch eine Familie zu ernähren. Was interessiert mich das? Nur durch mich kannst du überhaupt deine kleinen Görn noch ernähren. Jetzt nimm den Preis und hilf's mir ins Auto zu bringen. Ja, okay. Ich glaube, hier ist es. Ja. Ja. Hier müsste es sein laut dem Brief. Du hast das Geld, oder? Bitte sag mir, du hast das Geld dabei. Na klar, was denkst du denn? Sonst wäre alles umsonst. Hey, du da! Was machst du hier? Meinst du mich? Ja, du mit dem teuren Kopftuch. Was machst du hier? Hast du dich verlaufen? Du musst doch bestimmt reich sein, also was machst du hier? Weißt du überhaupt, warum Menschen hierher kommen? Ich möchte weg. Du möchtest weg. Dir ist schon klar, dass das hier kein Witz ist. Ja, natürlich weiß ich das. Ach, wirklich? Was ist dir denn Schlimmes passiert? Musstest du genauso viel abgeben wie wir? Wurde dir auch alles genommen? Ich sollte mich aufgeben. Dich aufgeben also? Glaubst du ernsthaft, das ist so schlimm, wie seine Familie aufzugeben? Nein. Aber ich hätte einen Mann, einen fremden Mann heiraten sollen. Also, nur weil du komisch bist, fliehst du. Du stehst also auf Mädchen? Nein. Nein. Ja, ich. Du. Konnte dir dein reicher Mann nicht alles kaufen? Oder war er nicht dein Typ? Hey, wo bist du denn hin? Ich dachte, du willst fliehen. Lass mich los. Das reicht mit der Basis oder was? Lass mich! Sonst kommt dein Mann und lass mich rein! Halt auf damit! Und wer bist du jetzt? Wahrscheinlich das liebe Spielzeug von der Reichen. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Pass mal auf, was du sagst. Wir warten seit Monaten auf diesen Tag. Haben Blut und Schweiß investiert. Sie lassen mir sicher nicht unsere Plätze von euch wegnehmen. Wir alle haben das Recht zu fliehen. Also warum sollte jemand bevorzugt werden? Wir sollten uns unterstützen, anstatt uns zu bekämpfen. Es gibt Menschen, die alles verloren haben. So wie wir. Also warum sollte ein Mädchen, das vor Reichtum flieht, den Platz mehr verdient haben als wir? Nur weil sie keinen Mann heiraten möchte? Ja, genau deswegen. Denn wenn sie ihr Recht auf Freiheit aufgeben muss, dann sollte sie sich für sich entscheiden und fliehen. Wir konnten nichts entscheiden. Wir mussten unsere Familie aufgeben, unser Land verlassen und aus unserer Heimat fliehen. Ich kenne das Gefühl. Jeder von uns empfindet so. Wir teilen das gleiche Schicksal. Du hast keine Ahnung. Du hast doch keine Ahnung! Geht. Oder schieße. Du bleibst da. Du musst es nicht drauf ankommen. Wir gehen und warten woanders. Wow, das war überraschend. Ich weiß auch nicht, warum mir das eingefallen ist. Ich bin übrigens Myla. Und du? Aili. Du frierst doch. Möchtest du meine Jacke?
Dann frierst du doch. Das macht nichts. Komm. Hast du Durst? Ja, schon. Nur habe ich kaum Vorräte. Warte, ich hab was. Das Problem ist, ich kann sie nicht aufmachen. Gib mal. Das Ding hier geht zwar nicht mehr, aber für sowas ist es immer nützlich. Danke. Ich wusste gar nicht, dass man es mit einem Feuerzeug aufmachen kann. Du armes, verwöhntes Mädchen. Ach komm schon. Es war doch nicht so gemeint. Man sieht es einfach an deinem Kopftuch. Woher hast du es? Ich hätte heiraten sollen. Oh. Aber ich konnte einfach nicht. Wieso? War er nicht reich genug? Hübsch? Anständig? Nein, das war es nicht. Er war sehr gut aussehen und er hat mir auch nicht wehgetan oder so. Aber... Aber? Ich kann nicht mein Leben mit jemandem verbringen, den ich nicht liebe. Man lernt ihn doch erst mit der Zeit lieben. Ich werde ihn nie lieben können. Und was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Das gehörte meinem Vater. Er war Raucher. Seine schlimmste Eigenschaft. Deswegen haben ich und meine Geschwister es immer vor ihm versteckt. Er hat es ewig suchen müssen, aber immer gefunden. Ich glaube, er hat gewusst, dass wir es waren. Aber er hat trotzdem immer mitgemacht. Es wurde zu unserer kleinen Tradition. Und an dem Abend, an dem es passierte, hatte ich es. Und jetzt sind sie alle tot. Und ich bin ganz alleine. Das tut mir leid, wirklich. Danke. Und wieso hast du... Komm schnell! Wir müssen gehen! Ich muss ehrlich sein. In letzter Zeit läuft es wirklich gut. Ich wurde endlich für die letzten beiden Monate von meiner Arbeit bezahlt. Und ich glaube, ich kann jetzt sogar Geld an meine Kinder schicken, dass sie sich neue Schuluniformen leisten können. Und vielleicht ein bisschen mehr essen. Aber genug über mich. Wie ist es bei dir? Ach, ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch schon seit ein paar Monaten kein Geld mehr bekommen. Und als ich den Chef darauf angesprochen habe, ist er ziemlich wütend geworden. Ich brauche das Geld halt. Und wenn ich ohne Bezahlung arbeite, könnte ich auch gleich kündigen. Wieso machst du es dann nicht? Keine Ahnung. Wer weiß, in was für Geschäfte der verwickelt ist. Schau mal, da ist er doch. Wieso redest du nicht jetzt mit ihm? Hier? Glaubst du wirklich? Sind in der Öffentlichkeit. Was will er schon groß machen? Gut, wenn du meinst. Ja. Hey, wir haben doch letztens erst über meine Bezahlung geredet. Ich wollte nur fragen, wie es damit aussieht. Was willst du jetzt? Denkst du, du kannst mich einfach stören, während ich mich hier nach der Arbeit entspannen will? Ich will mein Geld haben. Danach kündige ich. Wie redest du eigentlich mit mir? Ich rede so mit dir, damit du mich endlich in Ruhe lässt und mir mein Geld gibst. Du gibst jetzt Ruhe, sonst redest du bald gar nicht mehr. Das traust du dich doch hier eh nicht. Willst du das wirklich wissen? Du! Hilf mir, ihn wegzubringen! Na los! Thank you.
alles gut? Sorry, wer? Was? Du liegst hier schon seit ein paar Stunden und hast dich nicht gehört. Wir wussten alle nicht, was wir machen sollten. Was? Dich haben wir so zwei Typen hergeschleppt und seitdem liegst du da. Wo sind wir überhaupt? Ist das Wasser? Komm, setz dich erstmal hin. Wir sind auf dem Mittelmeer. Das Boot soll uns nach Europa in die Sicherheit bringen. Manche Leute haben echt viel bezahlt, um hier zu sein. Nein, nein, das kann nicht sein. Was will ich denn in Europa? Ich habe doch nicht mal irgendwas dabei. Ich muss zurück. Hey, beruhig dich. Es ist alles gut. Das verstehst du nicht. Er wollte mich loswerden. Wer ist er? Ist doch egal. Ist jetzt alles egal. Hey, alles wird gut. Ruh dich erstmal ein bisschen aus und morgen sieht die Welt wieder ganz anders aus. Thank you.
Amila und ich leben. Es tut mir so verdammt leid, dass ich mich erst jetzt bei euch melde. Ich hoffe, es geht euch gut. Uns geht es auch gut. Das kann ich nicht sagen. Amila und ich sind kurz nachdem du aus dem Haus bist, Mama. Losgerannt. Und wir hatten so schreckliche Angst. Wir sind die ganze Nacht gelaufen. Bis wir am nächsten Morgen einen Mann getroffen haben. Der hat uns angeboten, uns ans Meer zu bringen. Wir haben eingewilligt und dann hat er uns schlafen geschickt. Doch als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, Gott, ich kann das nicht sagen. Eigentlich schreibe ich, um euch etwas mitzuteilen. Amila ist weg. Sie wurde verschleppt. Als ich vor einer Woche morgens aufgewacht bin, da war sie nicht mehr da. Es war so schrecklich. Ich habe als ihr Beschützer versagt. Es tut mir so schrecklich leid.
Ich hätte anstelle von ihr verschleppt werden sollen. Ich bin jetzt mit einer Gruppe von Flüchtlingen in Europa. Und wir sind auf dem Weg nach Deutschland. Nein, ich kann Ihnen das nicht sagen. Sie würden die Wahrheit nicht aushalten. Ich muss sie für mich behalten. Amela und mir geht es gut. Wir sind jetzt in Europa. Wenn wir in Deutschland sind, melden wir uns wieder. In Liebe, Herr Amit. Und eure Amela. Wie lange müssen wir noch warten, meinst du? Mir ist langsam kalt. Ich weiß es nicht genau. Wir sind die Ersten in der Reihe. Wir müssen Geduld haben. Wir sind schon seit Wochen unterwegs und meine Füße tun weh. Mala. Ja? Ich habe Angst. Ich auch. Ich auch. Next! Papers! ID! Versprichst du mir, dass wir zusammenbleiben? Ja, jetzt geh schon.
wo sind wir stehen geblieben? Wo wir stehen geblieben sind? Ich warte sie seit 2 Stunden, während sie ihre schöne Mittagspause genossen haben. Bin ich tausende von Kilometern gelaufen, nur damit sie mich fragen können, wo wir stehen geblieben sind? Wenn sie wüssten, was ich alles durchmachen musste. Ich habe gesehen, wie 2 meiner Kinder von Bomben zerfetzt wurden. Und an die, die noch leben, würde ich gern Geld schicken, aber dank ihrer Inkompetenz kann sich das Vorhaben einige Zeit verzögern. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Ich bin schließlich auch schon den ganzen Tag hier. Ich soll mich beruhigen? Sie haben bestimmt ein schönes Leben. Sie müssen nicht jeden Tag mit Angst herumschlagen, dass Sie jeden Moment sterben können. Sie haben bestimmt eine tolle Familie. Und ich wette, Sie haben viele gesunde Kinder, die nicht tagtäglich Angst um ihr Leben haben müssen. Security. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Ich warte jetzt hier schon so lange. Ich lasse mich nicht einfach von Ihnen wegbringen. Ich habe so viel durchgemacht. Ich lasse mir das jetzt nicht einfach von Ihnen versauen, das können Sie vergessen. Jetzt beruhigen Sie sich mal, ich bringe Sie nur zu einem anderen Kollegen. Nur weil ich ja als Ausländer meine eigene Meinung sage, werde ich unfair behandelt. Seid ihr alle so abgehoben, dass ihr denkt, ihr könnt Leute wie mich wie Dreck behandeln? Nur weil ich vielleicht anders aussehe, bin ich nicht weniger wert als ihr. Jetzt hören Sie mir mal zu, ja? Ich bin auch den ganzen Tag hier. Glauben Sie wirklich, es macht mir Spaß, mich dauernd mit Leuten wie Ihnen rumschlagen zu müssen? Ich bin nur hier, um Ihnen zu helfen, dass Sie irgendwann genug Geld haben, um Ihrer Familie helfen zu können. Glauben Sie wirklich, es bringt was, sich hier aufzuregen? Immerhin wird hier über Ihre Zukunft und somit auch über die Ihrer Kinder entschieden. Sie haben recht. Bringen Sie mich zu dem anderen Mann. Es tut mir leid, dass ich Sie beleidigt habe. Schönen Tag noch. Ja, in Zukunft können Sie das nicht mehr. Der Herr, wird das halt noch was? Ja. Zuerst können Sie dieses Dokument ausfüllen und währenddessen können Sie mir schon mal Ihren Ausweis zur Überprüfung geben. Und Ihren Ausweis? Den habe ich leider nicht. Tut mir leid, dann kann ich Ihnen hier auch nicht weiterhelfen und muss Sie zu einem anderen Mann bringen. Warten Sie kurz. Er ist schon bestimmt irgendwo. Sind Sie sicher, dass das Ihr Ausweis ist? Hier steht aber was ganz anderes, oder sind Sie Frau? Doch, das stimmt so. Ich konnte nicht anders. Ich musste es einfach tun, sonst wäre ich dort nie weggekommen. Die Dinge, die er getan hat. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass es mir, ausgerechnet mir aus allen Menschen passieren musste. Und jetzt bin ich auch noch hier. Ich wollte das alles gar nicht. Ich weiß jetzt gar nicht mal mehr, wo ich hin will und was ich tun soll. Was ist da passiert? Ich habe mich gewehrt. Ich habe mich endlich mal gewehrt. Und dann sah ich die Mütze. Dann war alles schwarz. Überall war Wasser. Dann kam ein Sturm. Sie sind tot! Sie sind alle tot! Und ich bin hier. Ich weiß gar nicht mal mehr, wer ich bin. Glauben Sie mir, ich kenne Menschen, denen Ähnliches passiert ist. Sie müssen sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Alles wird gut. Kommen Sie mit, ich glaube, ich weiß, wer Ihnen helfen kann. Kommen Sie schon. Nummer 379 in Raum 18B, bitte.
Meine Damen und Herren, letzter Aufruf für Abschiebeflug LH2154 nach Kabul. Ladies and Gentlemen, last call for rejection flight LH2154 to Kabul. Wir waren uns auch ganz herzlich bei einer speziellen Gruppe von Leuten oder gerade bei zwei Personen ganz speziell bedanken, ohne die dieses ganze Stück überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Sie machen ganz viel hinter der Bühne, stehen aber selber nie auf der Bühne, wenn alles gut läuft zumindest. Und das ist unser Technikteam. Ganz großen Applaus für unsere Technik. Dir danken, Carla. Du bist seit der 7. Klasse im Team von Theater. Das war jetzt deine letzte Aufführung, dein letzter Moment in dieser Schule als Schulmitglied. Und ich kann sagen, wir sind durch Theater eigentlich Freunde geworden. Und Carla Nike, Carla Nike wird immer ein Teil bleiben. Ganz herzlich danken. Sie ist gar nicht mehr Teil unserer Jahrgangsstufe, aber sie hat trotzdem noch diese Aufführung mitgemacht, weil es ja für uns alles ein Kurs. Aber sozusagen, sie hätte nicht da sein müssen, aber sie war immer noch Teil der Gruppe. Dafür wirklich vielen Dank. Personen hier im Raum, denen wir gerne danken würden, die auch ganz maßgeblich hier am Stück beteiligt waren. Und das ist einmal der Herr Thiel hier in der ersten Reihe. Und außerdem wollen wir allen Beteiligten an unserem Kooperationsprojekt uns bedanken, also zu einem Trait d'Union, der Schülerzeitung und dann aber auch Leuten. Das heißt doch so. Ja, mein Französisch war schon mal besser. Ich hab's zum Glück abgedreht. Und dann zum Beispiel wollen wir uns auch noch bei der Schauburg bedanken, die heute gar nicht da ist, oder auch beim Theater Grenzenlos. Genau. Auch nicht da. Aber trotzdem. Aber wir waren alle schon da. Genau. Dann gibt es noch eine letzte Person, die wir gerne danken würden. Und das ist die wichtigste Person im Raum. Hier unser Spielleiter Marc Wittuth.
möchte noch ein paar Worte sagen, bevor Sie ins wohlverdiente Wochenende gehen dürfen. Zunächst einmal möchte ich die Dankesworte noch ein wenig erweitern. Ich möchte auch Frau Straub-Kölze danken, die die Schulkoordination von Trelleniol übernehmen wird, vom Herrn Thiel, der ja leider in Pension gehen musste. Und die auch bereits in den letzten Wochen aktiv mit dabei war. Also herzlichen Dank. Und dann möchte ich mich noch bei einer Gruppe bedanken, die ihr alle schon beklatscht habt, aber bei der ich mich nie bedanke, nämlich meine Schauspieler. Das ist wirklich eine ganz besondere Sache für mich gewesen. Das ist das erste Mal, dass ich mit einer Oberstufe ein Theaterstück selbst entworfen habe und auf die Beine gestellt habe. Und ich würde sagen, 90-95% der Arbeit und des Ergebnisses, was Sie hier gesehen haben, ist das Ergebnis dieser Kinder hier, die jetzt leider uns bald auch verlassen müssen. Also für mich ganz großen Dank, es hat riesen Spaß gemacht.